Himmelswelt geschieht. So I have spent, what, where are we, 1976, about 17 years. So habe ich etwa 17 Jahre damit verbracht. In that area of warfare in the heavens. In diesem Bereich Kriegführung in der Himmelswelt. And I have come to recognize many of the satanic powers. Und ich bin dazu gekommen, viele dieser satanischen Mächte zu kennenzulernen. And I'm convinced that we will really not be effective on earth until we learn to win the victory in the heavens. Und ich bin überzeugt, dass wir wirklich nicht zum Sieg gelangen werden hier auf Erden, solange wir nicht es gelernt haben, in den Himmel, in der Himmelswelt zu gewinnen. And I believe that there are spiritual forces over every nation. Und ich glaube, dass es geistliche Mächte gibt über jeder Nation. And even over every major city in the world. Und sogar über jeder wichtigen Stadt auf der Welt. And really there will not be a spiritual breakthrough. Und es wird wirklich keinen geistlichen Durchbruch geben. Until the church deals with those spiritual powers over the nation. Bis die Gemeinde sich mit diesen geistlichen Mächten über der Nation befasst. And I could name many of the powers that I have dealt with. Ich könnte viele dieser Mächte erwähnen, mit denen ich zu tun hatte. In 1980 I arrived in South Africa for the first time. 1980 kam ich das erste Mal nach Südafrika. And as I stepped out of the airplane onto the tarmac, und als ich aus dem Flugzeug herausgegangen bin auf die Gangway, I felt the Lord said this. Hatte ich den Eindruck, der Herr sagt Folgendes. The spiritual power over this nation is bigotry. Die geistliche Macht über diesem Land ist Heuchelei. Does that really, is that the right word? Bigotry? Good. Bigotry, well, yeah, yeah. It's more known. Hypocrisy is well more known. No, wait, bigotry is holding absolute convictions that you're right about your religion. Bigotterie im Sinn von Vorurteil, dass man halt denkt, man ist absolut, man hat absolut recht. And I have never seen any reason to change that definition. Und ich habe nie einen Grund gesehen, diese Definition zu ändern. It is the root problem of South Africa today. Das ist auch heute das Wurzelproblem von Südafrika. Then I was in the north of Ireland some years later. Dann war ich in Nordirland einige Jahre später. And we were there with a number of Catholic charismatics. Und wir waren da zusammen mit einer Anzahl von katholischen Charismatikern. They told us it was the first time they'd ever crossed the border into the north. Und die sagten uns, das war das erste Mal, dass sie über die Grenze gegangen sind nach Norden. And we were dealing with spiritual warfare. Und wir hatten dort zu tun mit geistlicher Kriegführung. And I described to them the kind of structure of Satan's kingdom. Und ich habe ihnen beschrieben, wie die Struktur in Satans Reich aufgebaut ist. And then I said, there is a strong man over Ireland. Und dann sagte ich, da gibt es einen starken Mann über diesem Land. I said, it's not my job to tell you. Und ich sage, es ist nicht meine Aufgabe, euch das zu sagen. It's your job to find out for yourself. Sondern es ist eure Aufgabe, das selber herauszufinden. But as I said that, I felt the Lord gave me the word. Aber als ich das sagte, hatte ich den Eindruck, der Herr gab mir das Wort. So I said, I believe I can tell you. Und ich sagte, ich glaube, ich kann es euch sagen. And they all got very excited. Und alle wurden sie ganz aufgeregt. They expected something very dramatic. Und erwarteten, dass jetzt was furchtbar Dramatisches käme. And I said, the strong man over Ireland is superstition. Und ich sagte, der starke Mann über Irland ist Aberglaube. And if you know Ireland, that is a totally correct diagnosis. Und wenn ihr Irland kennt, das ist eine völlig zutreffende Diagnose. They are the most superstitious people on the globe. Das sind die abergläubigsten Leute auf der Welt. Then about 2 years ago, I was in Nairobi in Kenya. Vor etwa 2 Jahren war ich in Nairobi in Kenia. And I was invited by the president to teach the members of the Nairobi Armed Forces. Und ich wurde vom Präsidenten eingeladen, die Angehörigen der Armee dort zu lehren. So because they were military, I said the obvious thing to teach about is spiritual warfare. Und weil sie zum Militär gehörten, sagte ich, es ist wohl ganz offensichtlich, dass wir hier am besten über geistliche Kriegführung lehren. I came to the end of my message. Und ich kam zum Ende meiner Botschaft. And I said, now it's not my job to tell you. Und ich sagte, nun, es ist nicht meine Aufgabe, euch das zu sagen. You're responsible to decide for yourself. Sondern ihr habt die Verantwortung, euch selbst zu entschließen. Und ich setzte mich hin. And the pastor stood up. Und der Pastor stand auf. And then I felt the Lord spoke to me. Und dann fühlte ich, wie der Herr zu mir sprach. And so I stood up again and I asked the pastor's permission. Und ich stand wieder auf, bat den Pastor um Erlaubnis. And I said, I do believe I know the strong man over your nation. Und sagte, ich glaube, ich weiß, wer der starke Mann über eurer Nation ist. And I said, it is tribalism. Und ich sage, es ist Stammeskult.
And two different men in different parts of the congregation stood up and said, God gave us the same word at the same time. Und zwei verschiedene Männer an zwei verschiedenen Ecken in der Versammlung standen auf und sagten, Gott hat uns gleichzeitig genau dasselbe Wort gegeben. Now I love the people of Kenya. Nun, ich liebe das Volk von Kenia. I spent 5 years in the educational system there. Und ich habe 5 Jahre dort im Bildungssystem zugebracht. But there is no doubt what the strong man is. Aber es ist kein Zweifel möglich, wer It dort der starke tribalism. Mann ist. Es ist Stammeskult. Turning tribes against one another. Oder Stammesfäden, wo ein Stamm so gegen den anderen aufgewiegelt wird. Das sind nur ein paar Beispiele. Now, I read a book recently by George Otis Jr. Nun, letztens habe ich ein Buch gelesen von George Otis Jr., also dealing with this area of spiritual das auch mit diesem Bereich geistlicher Kriegführung zu tun hat. Und ich glaube, es ist ein gutes Buch und er hat viel Sinnvolles zu sagen. And the title of the book is The Last of the Giants. Und der Titel des Buches ist Der letzte Riese. And he implies that the last great spiritual power to deal with will be Islam. Und er sagt darin, dass die letzte große geistliche Macht, mit der wir uns befassen müssen, der Islam ist. Now, since I live in the Middle East, I can understand that. Da ich im Nahen Osten lebe, kann ich das verstehen. Islam is a tremendously strong evil power. Der Islam ist eine wahnsinnig starke böse Macht. But I have come to the conclusion it is not the last. Aber ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, er ist nicht der letzte. This is my personal conclusion. Das ist meine persönliche Schlussfolgerung. In fact, I believe that Islam is going to suffer a tremendous defeat in the next few years. In der Tat glaube ich, dass in den nächsten 2 Jahren der Islam eine sehr große Niederlage erleiden wird. Probably a military defeat. Vermutlich eine militärische Niederlage. Because if you know the Arab mind, denn wenn ihr das arabische Denkschema kennt, there are 3 things that matter. Es gibt 3 Dinge, die wichtig sind. Power, Macht, Honor, Ehre and Revenge. Und Rache. And that's what motivates Arabs. Und das ist das, was die Araber motiviert. The politicians of the West simply do not understand the Arab mind. Und die Politiker im Westen verstehen einfach nicht das arabische Denken. They treat them as if they were Westerners. Sie behandeln die, als wären das westliche Leute. Their attitude is, if we go on dealing with them like we deal with people in the West, sooner or later they'll change. Und ihre Einstellung ist, wenn wir sie so behandeln wie die Leute im Westen, werden sie sich früher oder später ändern. I don't believe they will. Glaube ich nicht, dass sie das werden. But I believe God is going to bring about a major defeat. Aber ich glaube, dass Gott eine gewaltige Niederlage bewerkstelligen wird. A military defeat. Eine militärische Niederlage. Because that's one thing that Arabs respect. Denn das ist etwas, was eine Sache, die Araber respektieren. It's power. Macht. And when they encounter a power greater than theirs, und wenn sie einer Macht begegnen, die größer ist als ihre, it will open them up to the truth. Dann öffnen sie sich für die Wahrheit. And I see Islam as a mighty iron fortress. Und ich sehe den Islam als eine mächtige eiserne Befestigung, which has millions and millions of captives, die Millionen und Abermillionen gefangen hält. And really most of them will never come out. Und die meisten von ihnen werden wirklich nie hinauskommen. Until God smashes that fortress. Bis Gott diese Festung zerschmettert. I believe he will do it. Ich glaube, es wird er tun. I believe I may even be alive to see it. Ich glaube, ich werde sogar noch leben und werde das sehen. But I still do not believe that's the final power. Ich glaube aber immer noch nicht, dass das der letzte Kampf sein wird. And just recently, I believe God has shown me the final power. Und gerade letztens glaube ich, dass Gott mir den letzten Kampf gezeigt hat. Now this is my personal opinion. Das ist meine persönliche Meinung. You can disagree with me and still go to heaven. Ihr könnt anderer Meinung sein und trotzdem in den Himmel kommen. But I'm going to tell you what I believe. Aber ich werde euch sagen, was ich glaube. And it came as a shock to me. Und das war für mich ein Schock, das zu erfahren. I believe the ultimate satanic power will be humanism. Ich glaube, die letztendliche satanische Macht wird der Humanismus sein. And that is the strongest power today in Europe. Und das ist die stärkste Macht heute in Europa. Because I was interested in this, I looked up a dictionary definition. Und weil ich mich dafür interessiert habe, habe ich mal nach einer Definition im Wörterbuch geschaut. And we will share it with you. Und die möchte ich euch mitteilen. It's taken from Collins English Dictionary. Sie ist aus dem Englisch-Wörterbuch von Collins.